Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder Dubaro mit dem Gaming-PC Ryzen 5 5600X mit RX 6600 XT für 1299 Euro. Kurz die technischen Daten: Ryzen 5 5600X, 8 GB RX 6600 XT, 16 GB RAM DDR4, 1 TB NVMe SSD, GB B550 Gaming X, und zu den genauen technischen Daten kommen wir jetzt. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Zuallererst sei gesagt, das Bild ist leider nur ein Beispielbild bzw. Fake, weil der Lüfter ist kein BeQuiet-Lüfter. Hier ist auch eine Nvidia-Grafikkarte drin. Ansonsten vom Gehäuse her stimmt das. Die Lüfter sind auch so beleuchtet, ja. Aber ihr dürft nicht erwarten, dass zum Beispiel die Grafikkarte, wie es hier zu sehen ist, auch gelb leuchtet. So ist es eben nicht. Kommen wir zu den technischen Daten. Prozessor AMD Ryzen 5 5600X. Ja, den kennt ihr ja schon, wenn ihr meine Videos geschaut habt. Hat eine TDP von 65 Watt, was weiß Gott nicht viel ist, aber zu dem Thema kommen wir später noch, was auch den Lüfter angeht. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, der kann natürlich noch mehr, der kann auch 3600 oder gar 4000. 4000 braucht er gar nicht zu kaufen, ist viel zu teuer. 3600er wäre halt ganz nice, wenn man den hat. Ihr werdet es nicht großartig merken in den Spielen, aber ist halt schön, wenn man es hat. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel einen Ryzen-Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit hat, da macht das schon eine ganze Menge aus. Das ist ein grundsolider Prozessor zum Zocken. Wenn es um Stream geht, würde ich euch echt empfehlen, vielleicht den 5800er zu nehmen, weil er auch mehr Kerne hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehr Kerne natürlich deutlich leistungssteigernd sind im Stream, wenn ihr über den Prozessor rendert. Ihr könnt auch über die Grafikkarte rendern, das ist überhaupt viel gesprungen. Aber das wäre soweit meine Empfehlung, könnt ihr in diesem Preisbereich natürlich nicht erwarten. Wir haben in dem Fall auch den Ryzen mit Box-Variante genommen, also mit diesem Lüfter, weil die verbauen einen AMD-zertifizierten Lüfter. Das ist nicht genau der, da kommen wir aber wie gesagt später noch zu. Kostet 255 Euro bei Mindfactory. Hier steht es auch nochmal, CPU-Kühler, alternative AMD-Intel-CPU-Kühler. Wir haben jetzt so die Erfahrung gemacht bei uns im Discord, dass die Leute ein bisschen Temperaturprobleme damit haben. Deswegen werde ich euch später noch sagen, was ihr auswechseln solltet. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Ist ein grundsolides Board, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier vorne kommt die Grafikkarte rein, hier vorne könnt ihr eine M2-SSD einbauen. Diesen Slot werdet ihr nicht nutzen können, weil die Grafikkarte den verdeckt. Den wiederum könnt ihr nutzen, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte, den hier für eine Capture-Karte, USB-Erweiterungskarte, was ihr halt erweitern wollt. M.2-Slot haben wir hier unten auch nochmal. Von den Anschlüssen her haben wir ein Mikrofon, Kopfhörerausgang und Line-In-Anschluss, einen Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB 3.0 haben wir dreimal. HDMI, DVI werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0 und PS-2 werdet ihr auch nicht nutzen. Ist in dieser Preisklasse auf jeden Fall ein gutes Board. Kostet 109 Euro bei Extreme Digital. Als Grafikkarte haben wir eine 8 GB XFX RX 6600 XT SWFT 210 Core Gaming. Die haben wir auch hier bei Geizhals gefunden. Die Reihe von der 6600 XT ist natürlich erst vor 2-3 Wochen auf den Markt gekommen, noch relativ neu. Ist so ziemlich das Einsteigermodell, wenn man die aktuellen Grafikkarten betrachtet. Ist aber zum Zocken völlig ausreichend, zumindest auch für AAA-Titel, wenn ihr bei 60 FPS bleiben wollt. Wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor habt, würde ich euch echt empfehlen, eine bessere Grafikkarte zu nehmen. Aber wir sind, wie gesagt, in einem Einstiegsbereich. Hat eine TDP von 160 Watt, kommen wir später auch nochmal zu, was den Stromverbrauch angeht. Kostet 509 Euro bei eBay. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x 8 GB, ganz wichtig, Dual-Channel, G-Skill, Ripjaws 5, DDR4, 3200. Wir haben draus gelernt. Kein eigenes mehr. Es gibt die Ripjaws mit dabei. 3200 MHz, natürlich völlig in der Spezifikation des Prozessors. 3600er wäre ganz nice gewesen, kostet auch nicht so viel Aufpreis. Wie gesagt, ob ihr das jetzt sonderlich merken würdet beim Zocken, glaube ich nicht. Aber er kostet halt ungefähr dasselbe, wenn ihr 3600er nehmt. Tut aber der ganzen Sache keinen Abbruch, hat auch Kühlrippen auf dem RAM. Das sieht auch sehr gut aus im Gehäuse. Leuchtet natürlich nicht. Wenn ihr jetzt RGB-Beleuchtung wollt, dann nehmt Corsair RGB-RAM oder halt die Trident Z Neo von G-Skill. Kostet 69,85 € bei Mindfactory. Als Festplatte haben wir eine 1 TB Kingston NV1 M.2 PCI Express 3.0 X4 NVMe.
Ja, die kennen wir ja schon. Tut sich nicht viel mit zum Beispiel einer Crucial P1 oder ähnlichen. Die verbauen wir auch häufiger mal. Das reicht natürlich zum Zocken völlig aus. Lesen 2100 MB die Sekunde, schreiben 1700 MB die Sekunde. Mit 1 Terabyte kommt ihr erstmal aus. Wenn ihr jetzt natürlich viele große Spiele installiert, wie zum Beispiel ARK oder COD oder ähnliches, dann wird es irgendwann knapp. Aber ihr könnt auf dem Mainboard natürlich noch erweitern mit einer zweiten M.2 SSD oder mit einer 2,5 Zoll SSD oder einer HDD, wie ihr das möchtet. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Kostet 86,76 € bei Mindfactory. Laufwerk haben wir natürlich nicht, ist dem Gehäuse geschuldet. Klar, wo soll so ein Laufwerk auch reinpassen, wenn vorne drei fette Lüfter sind? Als Netzteil haben wir ein 650 Watt ATSA PSA Z80 Plus Bronze. Ja, das ist wieder so ein Punkt. Ich finde ATSA gut im Bereich Gehäuse. Ich hatte häufiger mal ATSA-Gehäuse hier zu Hause und ich fand die qualitativ in Ordnung. Die kommen natürlich nicht an Be Quiet oder ähnliches ran oder Lian Li. Ich finde aber als Netzteil ist das schon recht bescheiden. Ich zeige euch auch mal warum. Wir haben hier zum Beispiel bei Alternate zu diesem Produkt ein paar Bewertungen und die sagten ganz oft, dass das sehr, sehr laut ist. Es dreht auf 100% auf, wenn der Rechner startet. Es ist am Rasseln. Also ihr könnt euch die Bewertung gerne mal durchlesen. Ich packe euch diesen Link mal unten in die Beschreibung rein, wenn ihr da noch mehr zu erfahren wollt. Wir haben auch hier einige 5-Sterne-Bewertungen, klar. Aber zum Beispiel der hier war ein Alternate-Produkttest. Die kriegen das Produkt nach Hause geschickt, können es kostenlos testen und dann behalten, sofern sie denn eine Bewertung schreiben. Da könnt ihr euch vorstellen, so ganz unvoreingenommen ist es natürlich nicht. Also ich würde euch später auf jeden Fall noch empfehlen, das zu tauschen, kommen wir aber am Ende zu. Kostet 42,46 € bei Mindfactory. Als Gehäuse das allseits bekannte Kolink Observatory RGB Schwarz. Ja, leider hatte ich diese Gehäuse noch nicht zu Hause, aber die werden mittlerweile so oft verbaut und die Leute sind auch scheinbar wirklich zufrieden damit. Ich habe im Discord öfters mal ein paar Bewertungen dazu gelesen, oder beziehungsweise was die Leute halt geschrieben haben, wie sie das Gehäuse finden. Die Lüfter sind wohl ziemlich leise. Hat einen guten Airflow, ist auch von der Ausstattung her bzw. vom Platz sehr, sehr gut aufgeteilt. Man sieht hier unten ist der Festplattenkäfig, hier unten kommt das Netzteil rein, hier das Mainboard, die Grafikkarte hat mehr als genug Platz. Würde einfach mal behaupten, alles in allem gutes Gehäuse. Ihr könnt natürlich auch andere auswählen, ihr habt da freie Wahl. Ich persönlich bin eher so der Fan von Enermax, Lian Li, Be Quiet, das muss aber jeder selber wissen. Kostet 69,90 € bei Amazon. Betriebssystem wie immer optional erhältlich, inklusive Installation. Das könnt ihr dann entweder bei meinem Partner kaufen, ihr habt das Video ja eben gesehen, oder ihr kauft es halt bei Dubaro, dann wird es auch direkt installiert. Service 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall ist völlig im Rahmen. Es gibt auch Hersteller da draußen, die geben 3 Jahre. 2 Jahre ist halt so das Minimum, würde ich schon fast behaupten. Die Mainboard-Anschlüsse sind wir eben drauf eingegangen. Grafikkarte hat einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Das Gehäuse hat noch zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon. Und dann haben wir noch Bullguard Internet Security, das landet wie immer in der Tonne. Und dann wären wir auch schon durch. Hier ist die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1141,97 €. Das System soll kosten 1299 €. Ja, kann ich ganz klar sagen, könnt ihr kaufen, aber bitte nur mit folgenden Änderungen, die ich euch jetzt vorstelle. Zuallererst würde ich euch echt empfehlen, vielleicht die Luftkühlung ein bisschen zu verbessern beim CPU-Kühler. Entweder nehmt ihr eben den Cosmocool LC-CC120, der kostet 20 € Aufpreis, oder ihr macht es direkt richtig und nehmt Qualität, zum Beispiel den Be Quiet PureRock 2 Schwarz, der kostet dann 35 €, müsstet ihr dann natürlich noch drauf rechnen. Und dann würde ich euch noch empfehlen, vielleicht beim Netzteil zu einem 600 Watt Be Quiet Pure Power 11 zu greifen. Natürlich, es sind 50 Watt weniger, hat einen Aufpreis von 40 €, aber das System verbraucht an und für sich sowieso nur mit Puffer 374 Watt. Das heißt, mit 600 Watt könnt ihr sogar später noch eine 6700 oder gar eine 6800 XT ins System einbauen. Klar, dann seid ihr irgendwo an der Grenze, aber 600 Watt sind völlig ausreichend und dann habt ihr Qualität. Dann habt ihr auch einen leisen Lüfter, das Netzteil macht keine Mucken, alles schön. Also, alles in allem, gutes System, wechselt den Lüfter, wechselt das Netzteil, kann ich wirklich da eine Kaufempfehlung geben. Die 150 € zum Zusammenbauen sind völlig im Rahmen. Ich sage ja immer wieder, alles was drüber hinausgeht, ist so ein bisschen kritisch, weil man dann halt bei Mindfactory das einfach nachstellen kann. Ihr habt ja eben auch gesehen, Mindfactory hatte meistens den günstigsten Preis, es war alles verfügbar. Dann könnt ihr das einfach da alles bestellen, zusammenbauen lassen, kommt darauf selber raus. Aber ich finde das System wirklich gut, wenn ihr die Sachen noch ändert. Und wir kommen jetzt nochmal zum kleinen FPS-Test, denn es wurde sich gewünscht, dass ich jetzt in Zukunft bei den Videos bitte immer wieder diese FPS-Geschichten einblende. Hier hätten wir auch schon so ein Video, RX 6600 XT plus Ryzen 5 5600X, Test in 17 Games, 1080p und 1440p. Nehmen wir hier als Beispiel zum Beispiel The Ascent auf 1080p, Grafik auf Ultra. Da seid ihr bei 127 FPS im Average. Bauen wir uns das Ganze auf 1440p, also WQAD an, sind wir immer noch bei 77 FPS. Schauen wir uns Call of Duty Black Ops Cold War an, seid ihr bei 100 FPS auf 1080p und die Grafik auf Ultra. Auf WQAD sieht das immer noch sehr gut aus mit 89 FPS im Schnitt. Schauen wir uns Doom Eternal an auf 1080p mit Grafik auf Ultra Nightmare. Seid ihr bei 160 FPS im Schnitt.
Auf WQAD habt ihr immer noch 120 FPS im Schnitt. Wie immer der Klassiker Cyberpunk 1080p, Grafik auf Ultra, Raytracing off. Seid ihr bei ca. 70 FPS im Average. Ja, bei WQAD geht die Karte natürlich in die Knie. 42 FPS, es ist noch spielbar, aber ich würde sagen, man sollte mindestens 60 FPS haben, vor allen Dingen in actionreichen Szenen. Und dann schauen wir uns noch Watch Dogs Legion an, auf 1080p, bei 60 FPS, also gut spielbar noch. Selbst auf WQAD habt ihr immer noch im Average 51 FPS. Was viele natürlich auch noch interessiert, ist Fortnite Competitive, aber hier habt ihr halt Average FPS 400, hier habt ihr 346 auf 1440p. Das reicht für das Game natürlich völlig aus. Und das wär's dann auch schon wieder mit diesem System. Schaut mal ruhig in Discord vorbei, wenn ihr eine Frage habt. Bitte nicht immer in die Kommentare irgendwelche Links posten, die löscht YouTube, das ist leider so. Stellt es einfach in Discord auf unserem Discord-Server von PC-Check. Der Link ist unten in der Beschreibung. Lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Something to